Let's Dance ist wieder am Start. Heute Abend hatte das lange Warten ein Ende, als das beliebte Tanzformat in eine neue Runde startete. Nach den ersten heißen Gruppentänzen, in denen die Promis um Evelyn Bourdacky, 30, und Kerstin Ott, 37, das erste Mal ihr Können unter Beweis stellen mussten, wurde es ernst. Als erstes wurden die weiblichen Teilnehmerinnen, exklusive Kerstin, mit ihren zukünftigen Partnern verkuppelt, und dabei entstanden diese Teams. Als erste Kandidatin musste Sabrina Mockenhaupt, 38, alias Mocky nach vorne treten. Nach kurzem Bangen wurde die Sportlerin erlöst und durfte sich über Erich Klann, 31, an ihrer Seite freuen. Wenn ich den krieg, dann ist das mein Jackpot, erinnerte sich die Langstreckenläuferin noch daran, was sie nach ihrer ersten Begegnung mit dem Tänzer gedacht hatte. Anschließend wurden Ulrike Frank, 50, und Robert Beitsch, 27, miteinander verpaart, bevor Ella endlich, 34, sich an die starke Schulter von Wunschpartner Valentin Lucin, 32, schmiegen durfte. Pilates-Ass Barbara Becker, 52, wurde ebenfalls belohnt. Die zweifache Mutter wird zukünftig mit ihrem Favoriten Massimo Sinato, 38, übers Parkett schweben. Ob sich Jevgeny Vinokurov wohl in den kommenden Wochen in Geduld üben wird? Mit Evelyn Bourdacky als Promi-Schützling dürfte der Showneuling in den kommenden Wochen einiges zu tun haben. Mit Nazan Ekes, 42, wird Christian Polank, 40, eine etwas ruhigere Kandidatin trainieren dürfen. Welches Paar gefällt euch bisher am besten? Stimmt unten ab. Die ersten Paare in der Übersicht: Sabrina Mockenhaupt tanzt mit Erich Klann, Ulrike Frank tanzt mit Robert Beitsch, Ella endlich tanzt mit Valentin Lucin, Barbara Becker tanzt mit Massimo Sinato, Nazan Ekus tanzt mit Christian Polank, Evelyn Bourdacky tanzt mit Jevgeny Vinokurov. Infos zu Let's Dance im Special bei RTL.